Morgen stehen die ersten Food Swaps an und davor gibt es eine ganz, ganz wichtige Information von EA. Jungs, bitte behaltet solche Spieler. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Nachmittag zum nächsten Video, zum Doppel-Upload. Und heute zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Denn es ist von Priorität, dieses Thema auf jeden Fall anzusprechen. Für euch ist es wichtig, für mich ist es wichtig und insgesamt für FIFA wird es sehr, sehr wichtig sein. Es geht um Erstbesitzer, es geht um die Footswap-Icons und so weiter und so fort. Davor, wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Video einfach mal einen Daumen nach oben gebt. Vielleicht schaffen wir auf dieses Video 2222 Likes. Für diejenigen, die nicht wissen, dass es genauso kommen kann, beziehungsweise das Wichtige ist essentiell für jeden Spieler, teilt das Video mit euren Freunden. Ganz, ganz wichtig, nicht, dass sie irgendwelche Fehler machen. Und das wäre nämlich nicht so positiv, denn dadurch könnte man vielleicht sogar, ja, ein bisschen was verlieren an Icons oder was auch immer. Lassen wir uns überraschen. Des Weiteren kannst du kostenlos den Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss geht an jeden Einzelnen raus. Herz geht raus für den kranken Support auch in den letzten Tagen. Wahnsinn. Was ihr abreißt, absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Video wird unterstützt von StartSelect und von OneFootball. Und damit wollen wir direkt mal reingehen in das wichtige Thema, um was es geht. Denn ihr werdet es im Hintergrund sehen, und zwar sind das die neuen Pitch Notes. Die neuen Pitch Notes von FIFA, die zum ersten Mal von Jamie Cain kommen, der ja Food Economist war, früher ein extrem kranker Trader war und den EA sich ins Boot geholt hat, um, ja, vielleicht da noch ein bisschen besser auf einzugehen, auf Content, der weiß Bescheid, der weiß, wie die Community tickt und so weiter und so fort. Und dadurch gibt es jetzt als allererstes erstmal die Pitch Notes, und zwar Erstbesitzerobjekte. Es wird als allererstes hier erklärt, was sind Erstbesitzerobjekte. Ja, ihr wisst genau, Erstbesitzer sind diejenigen, die ihr persönlich aus Packs zieht. Heißt, ihr kriegt die Packs aus Rewards, ihr kriegt die Packs aus SBCs, ihr kriegt die Packs aus Saisonaufgaben. Ja, also aus jeden möglichen Sachen, du kannst überall Erstbesitzer rausbekommen. SBCs, selbst SBC-Spieler, ja, sind alles Erstbesitzerkarten. Und diese Erstbesitzerkarten sollen dieses Jahr extrem wichtig werden für FIFA 20, um, und das ist der wichtige Punkt, um eine Vielfalt eurer Spieler sozusagen hervorzubringen, dass ihr sagt, wir bauen uns verschiedene Teams auf mit Erstbesitzern, um einfach mehrere Teams spielen zu können, eine Vielfalt reinzubekommen und vielleicht auch Spieler zu finden, die extrem gut sind und vielleicht dann doch ins Main-Team rutschen. Heißt natürlich, ihr braucht Erstbesitzer. Das bedeutet, ihr könnt natürlich sagen, hey, ich verkaufe alles, ich brauche das nicht unbedingt, was die mir beibringen, beziehungsweise was die für Saisonaufgaben machen und so weiter und so fort. Verstehe ich euch, aber die Icon Swaps kommen morgen und Icon Swaps spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Wieso, weshalb, warum? Weil die Erstbesitzerkarten eine ziemlich große Rolle bei manchen Situationen für die Icon Swaps bestehen. Heißt, ihr habt vielleicht eine Aufgabe, wo ihr sagt, ihr habt eine SBC, wo ihr nur Erstbesitzer abgeben könnt. Ihr habt vielleicht auch eine Saisonaufgabe, beziehungsweise eine Icon-Swap-Aufgabe, wo ihr sagt, ihr dürft nur Rivals spielen oder ihr dürft nur Squad-Battles spielen mit Erstbesitzern aus der und der Liga. Was ich euch empfehlen kann, ist als allererstes erstmal jetzt zu gucken, wie sehen eure Erstbesitzerkarten aus. Baut euch für jede 5 großen Ligen, heißt League One, heißt, Paris wollte ich schon sagen, Premier League, La Liga, Serie A und Bundesliga, baut euch 5 Dream Squads auf und tut da eure kompletten Verein, was aus Erstbesitzern bzw. Untradables besteht, reinhauen, weil ihr damit eure Mannschaften erstmal aufbaut. Keiner weiß so recht, ob und wie sie das bringen werden. Es kann natürlich sein, du musst nur mit Franzosen spielen, es kann sein, du musst nur mit Spaniern spielen. Das ist nicht so einfach. Ja, aber EA möchte halt einfach dadurch, dass nicht so viele Leute Packs investieren, ja, vielleicht diejenigen, die Casual-Spieler sind, die kein Geld reinstecken, auch vielleicht eine größere Vielfalt haben, an diese verschiedenen Objekte zu bekommen. Und das ganze Jahr soll es nur auch mit Erstbesitzern irgendwas immer wieder geben. Heißt, ihr müsst eure Erstbesitzer-Teams auf jeden Fall auf Vordermann bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das heißt natürlich auch, ihr könnt nicht einfach alles so verkaufen, ja. Es ist sehr, sehr schwierig und ich sehe da, klar, positive Aspekte mit drin, gar keine Frage.
Ihr habt die Möglichkeit natürlich durch die Season-Aufgaben, können wir ja nochmal ganz kurz reingehen, durch die Season-Aufgaben, durch verschiedene Wins, durch die Meilensteine, habt ihr die Chance, verschiedene Packs zu bekommen. Genauso bei Rivals, genauso auch bei Food Champions. Ja, ihr habt die Möglichkeit, keine Frage. Ihr habt dadurch, dass ihr bei Saisonaufgaben mehrere Aufgaben habt, natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Packs zu bekommen. Ist natürlich auch möglich, gar keine Frage. Ihr habt natürlich auch Saisonfortschritt, wo ihr Packs haben könnt. Level 3 zum Beispiel. Ja, oder so und so weiter und so fort. Und es werden immer wieder Saisonaufgaben kommen, wo ihr Packs bekommt, wo ihr untradable Erstbesitzer haben werdet. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es positiv seht und sagt, hey, mein Team steht, ich brauche nicht unbedingt tradable Rewards, ihr könnt auch untradable Rewards aus der Weekend League nehmen. Heißt, ihr habt sogar nochmal mehr Packs. Heißt aber, ihr könnt die Spieler nicht verkaufen. Ich sehe aber trotzdem einen ganz, ganz klaren Nachteil. Denn diejenigen, die keine FIFA-Points in das Spiel stecken, sind meiner Meinung nach oder machen meiner Meinung nach das Richtige. Aber es gibt unfassbar viele Leute, die einfach aus Spaß, aus Hobbygründen, aus beruflichen Gründen und so weiter FIFA-Points reinstecken. Und die haben einen ganz, ganz großen Vorteil. Denn die öffnen die Packs mit Echtgeld. Und da kann man kaum mal eigentlich nur reingehen und mal gucken. Die Möglichkeit besteht natürlich, dadurch, dass mit Echtpacks oder mit Echtgeldpacks gezogen werden, dass ihr mehr Coins habt, dass ihr mehr SBCs abschließen könnt. Auf diesem Account könnte ich zum Beispiel mit Lewandowski spielen, ich könnte mit Martinez spielen und ich könnte mit Walcott spielen. Ja, aber diejenigen, die halt sagen, hey, ich habe jetzt einen Bruno Fernandes gezogen und es geht ja immer so weiter. Es ist ja nicht so, dass ich Spieler habe, die schlecht waren in den FIFA-Points, die ich gezogen habe. Und dadurch hast du halt einen extremen Teamvorteil, weil du halt sagst, hey, ich kann die Spieler, die ich halt gezogen habe, einfach behalten. Einen Caputo habe ich jetzt, einen Koulibaly, ja, könnte ich einfach spielen. Wer zieht schon einen Koulibaly? Die Chance, einen Koulibaly zu ziehen, ist sehr, sehr selten. Einen Jordi Alba habe ich gezogen. Wir haben einen, ja, ich habe halt sehr, sehr viel nachgekauft. Liegt einfach daran, dass ich halt Tech Avion jetzt mittlerweile mache auf dem Account. Wir haben einen Douglas Costa, wir haben einen Willian, wir haben einen Lozano. Ja, diese Spieler einfach erstmal alle zu ziehen, einen Oblak, ja, das ist nicht so einfach und dadurch hast du natürlich einen Teamvorteil, wenn du FIFA Points ausgibst, beziehungsweise wirst du halt meiner Meinung nach auch ein Stück weit dazu gezwungen, beziehungsweise wirst du dazu verleitet, FIFA Points auszugeben, um einfach zu sagen, hey, ich kann ja dadurch mit Erstbesitzern dann viel, viel besser spielen. Dadurch kannst du dir natürlich sehr, sehr schnell das Team aufbauen. Es ist sehr, sehr schwierig. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, aber für mich überwiegen vielleicht sogar ein Stück mehr die Nachteile. Es ist geil gemeint von EA und wir müssen uns eh erst überraschen lassen, was überhaupt passiert. Das weiß ja absolut, wirklich absolut gar keiner. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was da passiert. Aber bitte, ich bitte euch drum, bitte, wenn ihr Erstbesitzer habt, wenn ihr Untradables habt, verkauft die bitte nicht oder stoßt die nicht ab oder sonst was. Wenn ihr wirklich sagt, Erstbesitzer, oh geil, den könnte ich in eine SBC reingeben, jetzt muss ich es auch so machen, dann werde ich mir die Spieler erstmal kaufen. Klar, du hast die Coins halt einfach ausgegeben, aber du hast sie als Erstbesitzer im Verein und die kannst du dann wieder für verschiedene Saisonaufgaben machen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr wirklich sagt, baut euch erstmal 2-3 Teams auf aus Untradables und guckt, was fehlt und baut dann die Teams immer weiter auf in den kommenden Wochen. Das ist nicht einfach, das verstehe ich, gar keine Frage, aber es ist wahrscheinlich notwendig, gerade wenn man Food Icon Swaps hat und man den unbedingt den Drogba haben will und dafür vielleicht 20, 30 Aufgaben abschließen muss und mindestens 5 Aufgaben davon mit Erstbesitzern bestehen und man sich ärgert, warum man keine Tokens bekommen hat bei den Icon Swaps, weil man keine Erstbesitzer hat, dann ist das natürlich auch bitter. Und deswegen kann ich euch echt nur empfehlen, bitte verkauft keine Erstbesitzer und vor allen Dingen haut keine Untradables in SBCs mehr rein. Ich hab's auch gemacht, ja, mit der RTG, klar, was soll ich machen? Damit spare ich mir extrem viele Münzen, siehe Top-Partien, ja. Aber es wird kritisch werden, es wird kritisch werden und wir werden morgen auf jeden Fall sehen, ihr werdet das Video am Samstag morgen direkt bekommen, wie es dann aussieht am Ende. Ja, wie es dann aussieht am Ende und was vielleicht verändert wurde. Ich bin mega gespannt, ob es da schon so eine SBC gibt. Wir werden auf jeden Fall, wenn es sowas gibt, immer wieder drauf eingehen. Wir werden Videos machen, wir werden vielleicht auch das mal im Stream besprechen. Apropos Stream wird auch bald wieder beginnen. Ich bin gerade aber absolut noch am Hasse mit Doppel-Upload, nehmt mir das nicht übel. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Schreibt mal gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg in der Weekend League morgen. Denkt dran, euch für die Weekend League zu qualifizieren. Das ist genauso wichtig.
Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns morgen früh weiter wieder zu meinen Weekend League Rewards, die nicht so schlecht waren. Kann ich euch schon mal spoilern. Danach geht es weiter wahrscheinlich morgen Nachmittag mit dem POTM, den ich abschließen werde, wenn er kommt. Samstag geht es dann weiter mit den Icon Swaps, Informationsvideo am Morgen. Und am Samstagnachmittag geht es dann weiter mit meinem Traumteam, beziehungsweise meinem ersten Weekend League Team im Wert von 1,6 Millionen Coins. Ja, das soll es gewesen sein. Das ist erstmal der Uploadplan für die nächsten Tage. Ich wünsche euch auf jeden Fall nochmal ein wunderschönes Wochenende. Ich bin raus. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Chris Sond. Ciao, ciao.